Ja, liebe Leute, wir machen heute weiter mit Pokémon Schwert und wir holen uns jetzt das nächste Pokémon, was uns auf jeden Fall in die Liste kommen soll, nämlich Shiggy. Ja, ich habe vor kurzem das Shiggy gefangen, aber da habe ich ja schon mal gesagt. Aber dieses Pokémon schaut immer noch Unfug an. Ich würde es gerne an einem talentierten Trainer anvertrauen. Hä? Was? Ach, du hast 85 Pokémon gefangen? Ja, dann hast du mir tatsächlich dein Talent bewiesen. Ich glaube, du solltest diesen kleinen Störenfried zähmen können. Nimmst du das Shiggy? Cool, dann, ich verlasse mich drauf, dass du dich gut um mein Shiggy kümmerst. Jo. Machen wir das doch. Den Eintrag nehmen wir. So. Gut, wir können jetzt tatsächlich nur mit einigen NPCs tauschen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt alles so gut ist. Was möchtest du mit mir? Moin, jetzt schnell für Vogel-Pokémon. Ich ziehe meinen Pokémon-Partner halt los, um Hammittag zu fahren. Ich war Patte. Keine Ahnung. Früher hast du getauscht. Früher war das Porenta nämlich hier mit dem Hammittag bekommen, aber scheinbar doch nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo dieses Gebäude war. Irgendwo wollten sie nämlich teilweise noch tauschen. Was ist mit dir? Ich lasse Tops dir einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Oh, okay, eher unwichtig. Wo waren die halt denn? Eigentlich wollte ich heute mit euch ein bisschen Pokémon tauschen machen. Was ist mit dir da? Ich habe einem wilden Pokémon eine Nana-Beere zu essen gegeben und es wurde gleich ruhiger. Ein Pokémon, das sich viel leichter fangen, wenn es sich ständig herumzappelt. Jo. Das stimmt wohl alles. Wir haben jetzt insgesamt 149 haben. Ne? Uns fehlt halt, wie gesagt, eigentlich nur das Mewtwo. Aber das Problem, vom Level her sind wir eigentlich noch zu niedrig. Ja, 149, genau. Ja, alles gut. Passt soweit. Ja, nur so nebenbei gerade. Ich habe tatsächlich offscreen aus meinem Pokémon Go Account Giovanni drüber geholt. Damit ich den Eintrag hier habe. Da ist er nämlich. Dann habe ich mir Ammonitas, das zeige ich euch nach, entweder nachher oder in der nächsten Folge, je nachdem, wo ich das Helix-Fossil noch aufgespielt habe. Es gibt nämlich noch tatsächlich die Möglichkeit, alle Fossilien zu bekommen. Bei Aerodactyl habe ich wieder den Altbärenschein bekommen in Memoria City, in dem Museum, wenn ihr quasi den rechten Eingang nimmt, wenn der vorsteht rechts, dann ist ja da die Möglichkeit. Amorosa habe ich mir tatsächlich damals rübergetauscht. Genauso wie Kadabra, aber das braucht man jetzt nicht unbedingt mehr. Bei Simsala habe ich schon irgendwie durch einen Eintrag gekriegt. So, ja, wie dem auch sei. Und einige Pokémon, ja, das war es eigentlich soweit. Ich glaube, das waren nur diese zwei, drei Pokémon, die bei uns jetzt noch fehlten. Ja, wie dem auch sei. Passt soweit. Perfekt. So, gut. Ja, wie gesagt, eigentlich müssten wir tauschen. Es gibt insgesamt 153 Pokémon in Let's Go. Da fehlen insgesamt noch Mew, das wir aber nicht rumbekommen. Ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich habe ich es ja auf meinem Let's Go Account habe ich es ja drauf. Aber von Pokémon Go auf meinem Handy habe ich es ja drauf insgesamt. Und ja, gut. Eigentlich wollte ich heute mit tauschen, aber sag mal, ich finde die auch jetzt gerade nicht. Ist auch egal. Ja, wie immer sagt. Okay, gehen wir mal rein. Wir gehen in den Himmelsritt und wir machen heute, oder versuchen es heute, Mewtwo zu bekommen. Das letzte Pokémon, was es noch zu einem vollständigen Pokédex fehlt. Mew können wir nicht kriegen, warum auch immer nicht. Wie gesagt, eigentlich war es der Plan. Ist ja. Moment, ich hole mir das Bisasamen noch da oben. Hier ist, glaube ich, eine junge Dame, die uns noch ein Bisasamen hier andrücken will. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in die Obhut des einen erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Boah, 85 Pokémon hast du gefangen? Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Weißt du, so lieb, würdest du dieses Bisasam mitnehmen? Ja.
Vielen Dank. Kümmer dich gut um dieser Sam. Ja, damit haben wir so alle drei. Theoretisch könnte das auch die Vertania-Wald fangen. Ihr müsst also eigentlich nicht bis hier warten. Oder was ich über 30 Pokémon oder so kriegt ihr das, glaube ich. Naja, wie dem auch sei, wir haben es auf jeden Fall erstmal jetzt mitgenommen. Hier sind immer noch so ein paar Meistertrainer, die hier so ein bisschen rumstehen. Ja, und heute, wie gesagt, Abra habe ich genau. Abra habe ich auf der Route 6. Nee, Abra habe ich euch gezeigt. Stimmt. Ja. Abra habe ich euch noch gezeigt, genau. Das findet ihr ja auf der, habe ich auf der Route 6 gefahren, kurz vor Orania City. Genau, doch, das hatten wir in der letzten Folge noch. In der ersten Folge damals in der Aufnahme. Naja, wie dem auch sei, wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, Abra noch mit eingesetzt. Hier ist ein Quaffo-Trainer. Aber wie gesagt, ich brauche hier nicht gegen den ganzen Trainer zu kämpfen. Gegen dich habe ich auch schon gekämpft und damit machen wir uns heute in die Höhle, Azuria-Höhle auf. Und die gucken wir uns heute ein bisschen genauer mal an. Und ich zeige euch tatsächlich auch den Fundort, wo ich das Helix-Fossil gefunden habe. Das Dom-Fossil, das habe ich euch gezeigt. Das war, haben wir links gefunden in der Höhle. In dem Mondberg haben wir das gefunden, genau. So, wie dem auch sei, ich gucke, dass ich... Eigentlich ist der Weg, glaube ich, relativ kurz. Also ist immer zwar der länger. Rihorn. Warte mal, ich muss jetzt gerade gucken. Hier habe ich das Helix-Fossil gefunden, an diesem Ding hier. Aber diesmal ist kein... Okay, ist nichts diesmal da. Ich glaube, es war der Berg. Aber auf jeden Fall, hier findet ihr meistens... Hier findet ihr, wenn ihr ganz, ganz, ganz viel Glück habt, irgendwo auch einen Meisterball. Es gibt einige Spots, wo es gehen würde. Hab. Ich hoffe, dass ich jetzt hier was finde. Eigentlich nicht. Oder was ist das hier? Ich weiß gar nicht, was hier ist. Aber eigentlich... Also hier habe ich es ja Gott sei Dank gefunden. So, Schlurphammer. Habe ich auch schon gefangen. Ich habe offscreen ein bisschen weiter gefangen. Deswegen sind wir mittlerweile auf 85 Pokémon gekommen. So, gucken wir mal, ob wir es heute hinbekommen, das Mewtwo zu fangen. Hey, hopp. Warte mal, halt. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Eigentlich bin ich auf komplett falsch. Quapozi. Das Problem ist einfach, dass sie teilweise hier in der Ecke stehen, dass ich da, wo ich da nicht reinkomme. Lass mich in Ruhe. Tschüss. So, Moment. Ich muss mal wieder einer hoch. Und dann müssen wir hier oben hin. Aber diese Ebene ist das, wo auch die ganzen Bälle spawnen. Wie gesagt, wenn ihr Riesenglück habt, auch sogar ein Meisterball drin. Also ihr könnt natürlich. Aurion habe ich. Enteron müsste ich auch haben. Das war kurz da oben noch gesehen haben. Ich versuche es mal gerade anzusprechen, damit wir gucken können, was haben. Ja, wir haben es. Wie gesagt, ich habe offscreen ein bisschen weitergefangen. So, okay. Da brauchen wir nicht rüber, weil das ist für mich meiner Meinung nach unnötig. Was ist das hier? Ach, ein Rizoros. Hier ist nichts weiter. Ach, Golbert, geh mir nicht auf den Sack. Auch Golbert haben wir. Die Weiterentwicklung gibt es hier leider nicht. Ja, es fehlt halt wieder eigentlich nur noch dieses eine Pokémon. Und das ist halt Mewtwo. Dann hätten wir... Ah, natürlich. Ja, komm, hau doch mal ab jetzt endlich. Das Problem ist, die einen da vor der Nase rumtanzen noch. So, hier oben brauchen wir nicht lang, weil da sind wir durch, haben wir es geschafft. So, hier mache ich kurz ein Save, sollte das heute nicht klappen, also sollte das jetzt nicht klappen. Dann werden wir tatsächlich uns damit beschäftigen,
das Spiel neu zu starten. Deswegen kann ich es immer mal machen. Da muss ich halt immer wieder einen kleinen Cut setzen. Heute wollen wir versuchen, die Mythe zu fangen. Und das ist mein Ziel. So, okay. Wie gesagt, wir schauen mal, was wir haben. Ich habe mein Team ein bisschen umgestellt. Ich werde auf jeden Fall Evoli nach vorne setzen. Ich habe leider das Problem, dass ich mein Team nicht wirklich gut trainiert habe. Also vom Level her nicht. Ich habe es mal nochmal in der Pokémon-Liga probiert. Aber ich habe da richtig auf die Fresse gekriegt. Schon mein Bruno. Der uns ziemlich übel vermöbelt hat. Aber gucken wir mal. Wir müssen es besiegen. Das ist halt der Unterschied. Wir müssen es besiegen, damit wir es fangen bekommen. Und das innerhalb von 5 Minuten. Mit einem sehr schwer angeschlagenen Team. Also was heißt schwer angeschlagen? Das Problem ist halt, dass es dann sich noch pushen kann. Wir machen es anders. Kriege ich das hin? Mit dem Dings? So, fangen wir an mit Quellzone. Wieso genannt hier Psychokinesis, ist klar. Boah. Komm, Evoli, du steckst das weg. Jawohl. Dabei. Ich gehe auf Quellzone. Können wir mal einen Volltreffer? Jetzt muss es ein bisschen Glück haben. Also wenn die darf jetzt natürlich. Komm, komm, komm. Jawohl. Und nochmal. Jetzt darf es danach keine Genesung einsetzen. Komm, Evoli. Eine noch. Komm, Evoli, steck's weg. Natürlich nicht. Mit. Wenn das Sassen nochmal ausgewichen hätte, dann wäre es sogar durch gewesen. Dann hätten wir es nämlich geschafft. Ja, du setzt natürlich auch wieder. Setzt natürlich noch eine Genesung ein, Freundchen. Das war mir fast klar. So, jetzt mal die. Dings reinsetzen. So. Dann probiere ich es mit dem Top-Beleber, weil ich dafür habe es ja. Um Evoli wieder reinzuholen. Komm, Raichu! Jetzt mit dem Donner drauf. Ja, weil die Attacke trifft sogar. Ja, das bleibt dabei. 2 Minuten 30 haben wir noch. Das bleibt dabei. Ja, schön. Aber wenn Evoli jetzt ein bisschen Glück hat. Raichu ist weg. Ja, das war mir klar. Aber ich habe den Vorteil, dass ich mit Evoli anfangen kann und dann nochmal setzen kann. Ich muss ein bisschen Glück haben jetzt natürlich, klar. Komm, 2 Minuten noch. Wir haben noch Zeit satt. Ich darf nur nicht jetzt ein bisschen den Vorteil uns mit einem Dings reinhauen. Komm, Evoli, jetzt einmal kurz quälst. Du schnellert dich! Du Misti! Das war ein bisschen Hoffnung dabei. Komm, Evoli, jetzt nochmal ein Volltreffer oder so. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, das ist. Es bleibt dabei, okay, es kann ich angreifen. Spukball. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Du, hör auf mit deiner scheiß Genesung, du geh mir auf den Sack, Alter. Eigentlich hätten wir es. Ohne die Genesung hätte ich es ja gehabt. Ohne die scheiß Genesung hätte ich es gehabt, das Problem ist, wenn er mich langsam damit auf mich nervt. Kannst du mal eine. Komm jetzt, Evoli. Setz nochmal einen Volltreffer oder so ein.
Komm, Evoli, da steckst du weg. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Och Mann, das ist Mist. Wie geht mir? Und dann irgendwann geht's mir auf. Nervt's mich. Yeah, Nidoking. Ich weiß, dass du wahrscheinlich auch weggebraten bist. Komm jetzt. Jawohl, es wird paralysiert. So, jetzt noch eine Attacke. Komm jetzt. Bisschen Glück dabei. Vielleicht mit der letzten Idee. Ja, lass dir noch Zeit. Lass dir noch Zeit. Ich kann ja im Moment noch warten. Wir haben ja nur 20 Sekunden noch. Du Idiot, ey. Das ist doch nicht wahr, Spiel. Da lässt er sich noch Zeit. Da lässt es sich fucking noch Zeit! Anstatt das einfach mal ein bisschen, ja komm, ein bisschen schneller zu machen. Ich schwenk noch mal ein bisschen mit der Kamera drüber. Och, leck mich doch am Arsch, ernsthaft? Ja gut, ich schalte kurz das Spiel neu, wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, das sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli. So, wir machen, gucken, dass wir jetzt noch unseren... Ich werde noch was einsetzen. Ja, komm her. Jetzt noch nicht. Normalerweise. Oh, ernsthaft. Normalerweise hätte ich das ja jetzt kein Problem gewesen. Warte mal, ich kann mal, ob ich das hinkriegen, ob ich das resetten kann. Weil jetzt machen wir es nämlich mal. Jetzt setzen wir tatsächlich mit dem Koop-Partner, versuchen wir das Mythe zu kassieren. Ich weiß, ob ich das überhaupt hinkriege. Oder geht das mit Mewtwo nicht? So, gucken wir mal, wie das Team aussieht. Ja, ist der Plan, genau so. So, versuchen wir es noch einmal. Ach man, es war so gut. Es lief so gut. Und dann haben wir eigentlich... Hat das Viech so ein Luck dabei. Ja, okay, es geht nicht. Schade. Es hat so viel Glück dabei. Und statt dass er dann irgendwie... Was macht? Nö, nö, wir setzen noch ein bisschen... Ach, Mann. Ich muss jetzt Pulsierer einsetzen, damit ich weitermachen kann. Damit ich mal gegen spezielle Attacken auch ein bisschen im Vorteil bin. Ja, es ist mir klar, dass du jetzt nicht viel machen kannst, aber... Ich habe eine kleine Barriere aufgebaut. Das ist der Vorteil jetzt. Oh, da war ein Volltreffer dabei. Oder? Ne, war kein Volltreffer. Doch, war ein Volltreffer. Komm, Evoli. Noch einer. Na, du... Das kann nicht sein. Das Mistvieh. Das stärkt sich mit dieser scheiß Genesung noch dabei. Ja, das ist natürlich klar. Komm, Evoli. Nochmal ein Volltreffer. Bitte. Ich werde zurück. Ich muss aber weiter drauf. Ich brauche noch einen. Der Volltreffer war gut, aber den hätte eine Runde später gehen müssen. Ja, es ist der Reflektor wieder deaktiviert, ne? Ja! Noch einer, komm! Jetzt ein bisschen Masel dabei. Komm, Evoli. Die Attacke. Jawohl, du weichst aus und damit müsste es eigentlich durch sein. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das Vieh, come on! Bitte, bitte! Bitte, Evoli, steck's weg. Ja!
Komm, Emily, jetzt nochmal. Yes, wir haben's. Boah, Gott sei Dank. Wir haben nur knapp 2 Minuten gebraucht, dass wir das Mewtwo, um es down zu kriegen. Und damit können wir es jetzt auch fangen. Wir werden es versuchen mit dem Hyperball, wenn es da nicht funktioniert, wenn wir es mit dem... Ach, wisst ihr was? Wie scheiß drauf. Komm, wofür ist der Meisterball da? Sehr geile Animation, definitiv. Oh, Leute, wir haben es geschafft, ey. Wir haben den Pokédex, glaube ich, sogar voll. Pokémon ist gefangen. Wir haben es geschafft. Wir sind durch mit dem Let's Play, soweit ich weiß. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht sogar den Pokédex noch beim Pokédex... Da, bei Mewtwo ist unsere Nummer 150. Und damit ist der Pokédex vollständig. Und jetzt ist es mir egal, ob mein Co-Partner dabei ist. Jo, wir gehen mit dem Flugzeug raus. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Und wie gesagt, so lang ist der Weg nicht im Original, sondern nämlich deutlich länger. Aber hier ist er nicht allzu lang. Und so, wir reisen kurz. Boah, hey Kev. So, sag nicht. Du hast dieses mega starke Pokémon eh schon gefangen. Na, verstehe. Mewtwo ist es also, hm? Oh, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch. Da warst du wohl schneller als ich. Und sie wird bestimmt auch nicht begeistert sein. Wie du meinst? Ja, das Mädchen, das ich begegnet bin. Es war wohl auf der Suche nach Mewtwo. Figuriert hat es nicht, aber ich schien mir unheimlich stark zu sein. Egal, die Sache wäre also abgehakt. Hier, das kannst du vielleicht mal gebrauchen. 3 Fluchtseilen, aha. Das Mädchen ist übrigens auch irgendwo hier. Wenn du ihm begegnest, dann soll er bitte so nett zeigen, Mewtwo. Du weißt schon, damit es sich vergeblich nach dem Pokémon sucht. Hä? Warte mal, so ein Mädchen. Ein Dibitak, brauchen wir nicht. Du möchtest Bisasam bekämpfen. Aber jetzt... Warte mal, welches Pokémon meint denn die? Und welches Mädchen meint der vor allen Dingen? Naja, wir gucken mal rüber zum Professor Eich. Also, theoretisch haben wir jetzt vom Sehen her alle Dings voll. Wir haben eigentlich alle 150 jetzt gesehen. Uns fehlen eigentlich nur... Ja. So, Team. Ich habe ja Lapras zwischendurch mal ins Team genommen, aber jetzt ziehe ich Mewtwo wieder rein. So. So, dann bauen wir das kurz im Ort auf. Dann haben wir das nämlich auch durch. Ja, und was fehlt uns noch als nächstes? Eigentlich nicht mehr allzu viel. Ah, oh, geil, ey. Wir haben es tatsächlich dann nur noch im zweiten Versuch. Gut, im dritten Versuch theoretisch erst. Also, so rum ist es eigentlich klar. Fizzaura. Kann die so nicht Fizzaura lernen? Nö, kann es nicht, ne? Schmarotzer kann es lernen. Weil es so eine starke Unlichtattacke. Was für ein... Aber da haben wir ein bisschen Glück dabei gehabt. Klar, das war manchmal, dass wir die 2-3 Volltreffer noch dabei hatten. Aber, sag ja, ein bisschen Glück muss auch manchmal dabei sein. Ein bisschen Glück muss auch mal dabei sein. Das heißt, wir gehen auf Gedankengut. Wir gehen auf Gedankengut mal dabei. So, dann machen wir das Ding mitnehmen. Brauchen wir nämlich nicht. Psychogenese hast du drauf. Wie du kein Erdbeben lernen, okay? Jetzt haben wir den nur an so einen drinnen Attacken. Genesung, Schmarotzer. Ja, nimm mal Genesung raus. Scheiß drauf. Da wäre Erdbeben viel rein. Oder? Nee. Mit dem Spukball für Erdbeben rein. Wir haben ja Erdbeben schon auf Nidoking. Irgendwie fände ich cooler, wenn der jetzt noch eine gute Geisterattacke dabei ist. Dann haben wir nämlich das Pokémon noch ein bisschen umgebaut. Und so, Spukball ist gelernt. Und wir reisen jetzt zu Professor Eich. Emily, ich weiß, alles ist gut. Du hast das gut gemacht, echt bombig gemacht mit deinem
Mein kleines süßes Evoli knackt mal eben kurz aus Mewtwo weg. Wie gesagt, viel Glück war mit dabei, das ist durchaus klar. Aber wir haben an sich eigentlich erledigt, was wir wollten. Jetzt zeig mal, Professor, euch den Deck, dann haben wir nämlich alle, ganz deutlich alle gefangen. Aber wir haben ihn eigentlich vom Sehen her, mit dem Sehen her, vervollständigt. So, gucken wir mal. Hey, schön, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Du hast bisher 150 Pokémon gesehen und 93 gefangen. Wie folgt. Ich bin wirklich beeindruckt. Das war sicher eine Menge Arbeit. Ich dachte, du sagst jetzt, ey, geil, wir haben den Pokédex vollständig. Ja, ich glaube, rein theoretisch müssen wir sogar noch alles fangen. Naja, gut. Liebe Leute, dann sind wir durch für heute mit dem Let's Play. Also, ja, doch. Ich denke, wir machen hier... So, können wir noch... Haben wir noch was zu tun? Eigentlich haben wir nicht mehr wirklich viel zu tun, ne? Wir haben ja rein theoretisch alles gefangen, was wir wollten. Wir haben die Legis alle weg. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich das erwartet habe. Ja, was steht uns jetzt noch ins Haus? Eigentlich theoretisch nur noch eins so ein bisschen offscreen machen. Das heißt, die Top 4 werden uns jetzt noch ins Haus stehen. Also theoretisch die... eigentlich nur noch die... Top 4, und zwar die Rematches. Es gibt Rematches bei den Top 4, und das ist das nächste. Und dann definitiv auch letzte, was wir uns in diesem Let's Play antun werden. Und dann sind wir durch mit Pokémon Let's Go Evoli. Bis dahin und tschüss.